Berufsbild des Hausarztes ist riesengroß, weil der Hausarzt der Arzt ist, der den ganzen Menschen auf alle Fälle betrachten muss. Der Hausarzt ist natürlich immer die erste Anlaufstation für den Patienten, also sei es akute Notfälle, die jetzt auftreten, oder langfristige Betreuung des Patienten, also bei chronischen Erkrankungen. Hausarzt sein heißt nicht nur hinterm Schreibtisch sitzen, Blutdruck messen und freundliche Worte finden, sondern Hausarzt sein heißt auch, akute, anspruchsvolle Medizin zu machen. Von den Kindern bis zu den Großeltern sind dann ganze Familiengenerationen mit in der Praxis, wo man also den Patienten natürlich im Jahresverlauf und über Jahre hinweg mit betreut. Das geht so weit, dass fast familiäre Beziehungen entstehen und sie schätzen und achten den Hausarzt. Von daher ist es schon im ländlichen Gebiet persönlicher und individueller die Betreuung als in einer städtischen Region, wo es einfach anonymer ist und der Patient mehr als Durchlaufkundschaft sozusagen in Anführungsstrichen mit in die Praxis kommt. Wenn ich mir unseren Bereich hier anschaue, dann ist es schon so, dass die Zusammenarbeit mit den Fachärzten sehr gut ist. Wir können Rücksprache halten, es gibt die Stammtische, wir treffen uns regelmäßig. Also hier gerade in der Gegend sind ja auch viele niedergelassene Spezialisten, zu denen wir die Patienten dann schicken. Sodass wir insgesamt gesehen eine gute Kollegialität pflegen. Der Vorteil hier an der Allgemeinmedizin ist ja, dass man sich die Arbeitszeit gut gestalten kann. Die moderne medizinische Versorgung heißt nicht mehr zwingend, rund um die Uhr für den Patienten da zu sein. Die Patienten wissen das auch und sie nutzen es auch nicht aus. Es gibt auch Hilfe untereinander, nämlich Hilfe gerade für die jungen Familien, wenn es um Kinder geht, wenn es um Transportmöglichkeiten in Schulen oder zu Freizeitbeschäftigung, Hobbys, gerade der Kinder geht. Dann ist das auf dem Land alles durch die familiäre Atmosphäre wesentlich mehr gewährleistet als in der Großstadt. Ja, letztendlich gibt es in der Allgemeinmedizin auch natürlich die Förderungsmöglichkeiten noch, die ja schon bereits im Studium beginnen. Dann während der Facharztausbildung bekommt man auch Möglichkeit der Förderung. Und wenn man sich dann in der Praxis selbstständig niederlässt, dann bekommt man für die Praxisgründung natürlich dann auch Förderung. Das sind alles hilfreiche Sachen, die durchaus dazu anregen können, sich mit dem Berufsbild zu beschäftigen und die Schönheit des Berufes zu erkennen.